Hallo, guten Morgen. Hier direkt vom Schöpfwerk in Wörth am Rhein. Hier geht meine Oberrhein-Etappe weiter. Ich bin heute Morgen schon im Zug gefahren hierher, und zwar über Mannheim und Karlsruhe. Und die heutige Etappe führt mich dann über Germersheim, Speyer, wo ich dann in Worms die Tour beenden werde und mit dem Fahrrad zurück nach Hause fahren werde. Die letzte Etappe, ja, war dann noch am Schluss ein bisschen schwierig. Da ging es nochmal über eine Schleuse in Karlsruhe. War nicht ganz so einfach, da drüber zu kommen. Ich bin dann noch ein Stückchen den Altrheinarm weitergefahren und habe mich in Neureuth abholen lassen. Und jetzt, wie gesagt, geht es weiter, den Oberrhein runter nach Worms. Und ich werde jetzt mich mal auf den Weg machen mit dem Fahrrad. Es ist noch ein bisschen frisch heute Morgen, aber es geht. Im Moment liegt dieser Wald zwischen mir und dem Rhein, und ich habe mich auch diesmal entschieden, auf der linken Seite weiterzufahren, dem Rhein entlang. Ich werde jetzt auch voraussichtlich die ganze Zeit linksrheinisch bleiben bis nach Worms. Es kann sein, dass es ein bisschen windig ist jetzt, und ja, nach Germersheim sind es so ungefähr noch 17 Kilometer. Radwegschilder, und zwar die Rheinland-Pfalz-Radroute und unser europäischer Rheinradweg. Jetzt bin ich auf der Höhe von Leimersheim, und von hier aus stand da vorne ein Schild, sind es noch 15 Kilometer nach Kandel. Das liegt aber hier weg von meiner Route, und der Rhein trennt jetzt auch hier nicht mehr Deutschland und Frankreich, sondern wir haben hier ein Bundesland dazu bekommen, und zwar Rheinland-Pfalz. Hier haben wir dann die Grenze Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Die bildet der Rhein. Hier geht es jetzt auch zum Maislabyrinth. Wenn ich da jetzt reingehen würde, würde ich jetzt mich vielleicht verirren und würde heute nicht mehr heimkommen. Das machen wir lieber nicht. Ich fahre hier weiter den Rhein entlang. Schön, hier kann man sich entscheiden, ein schönes Hinweisschild, und hier unten nochmal Hinweisschild bei Hochwasser. Und hier geht's auch zum Ziegeleimuseum. Thank you.
bin ich seit über 20 Kilometer hier endlich auf Rhein angekommen. Hier ist es auch gleich sehr schön. Hier kann man sehr gut fahren. Bis jetzt habe ich auch heute nur asphaltierte Wege. Ich komme sehr gut voran. Super. Und jetzt sehen wir auch mal wieder eine Rheinkilometerzahl. Und zwar sind wir bei 382. In Germersheim wirklich sehr schön gemacht. Man sieht hier überall so Infosäulen, man ist hier gut informiert. Germersheim habe ich jetzt passiert und Lingenfeld ist erreicht. Hier mal so einen Altrheinarm hochgefahren. Das hat einen besonderen Grund. Und zwar am 21. Oktober wollen die aus dem Rhein hier eine Lok rausholen, die seit 1865, glaube ich, oder 56 versunken ist im Rhein. Die ist von der Eisenbahnbrücke gefallen. Ja, aber hier kommt man jetzt nicht gescheit vorbei. Ich glaube, die Leute mit dem Boden machen dahin. Aber ich habe das Ganze von der anderen Seite schon mal gefilmt bei Rheinsheim. Da kann ich euch jetzt mal ein bisschen was einblenden und bis ich den Film schneide, ja, dann kann ich vielleicht noch mehr einblenden. Vielleicht kann ich da sogar die Hebung einfilmen von der Lok. Mal sehen.
sein, dass sie da hinten sogar mit dem Boot zu der Fundstelle fahren und gucken sich das an. Ja, jetzt habe ich auch noch einen Mann getroffen, der ist auch auf der Suche. Der versucht sich jetzt noch ein bisschen durchzukämpfen, aber laut Karte kommt man da nicht durch, habe ich jetzt gesehen. Vielleicht geht es auch irgendwie, aber so viel Zeit haben wir ja jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich habe es ja von der anderen Seite gesehen, zumindest mal die Fundstelle. So, da sieht man jetzt nochmal Philippsburg. Und ganz da vorne dann ein Stückchen weiter, da wo die Steinarme da rausragen, da ist die Fundstelle dann. Speyer 11 Kilometer und Ludwigshafen 42. Vor diesem Deichwachhaus habe ich jetzt mal einen Rastplatz gefunden. Hinten dran ist eine Bank. Da werde ich jetzt erstmal was essen. Ich habe langsam Hunger. Pause ist beendet und auf geht's weiter nach Speyer. Naja, da bin ich auch mal gespannt dann, wie das mit der Lok ausgeht. Vielleicht, wenn ich das Video reinstelle dann bei YouTube, da haben sie vielleicht die Lok schon rausgeholt. Hoffe ich doch mal, ja. Ja, weil ich brauche schon noch ein bisschen, bis das Video kommt. Wirklich ein sehr guter asphaltierter Weg, schon die ganze Zeit von Wörth aus. Man sieht es auch, glaube ich, es kommen ja andauernd Rennradfahrer entgegen. Ich glaube, die fahren nicht umsonst hier. Also das könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr von Wörth aus der Rhein runterfahren wollt, habt ihr einen super Weg. Jedenfalls war es jetzt besser wie auf der anderen Seite. Und jetzt sehe ich auch das erste Mal den Dom schon von Speyer. Also sind wir gleich da. Und jetzt auch gleich neben dem Dom zu sehen, das Technikmuseum, da sieht man schon das Flugzeug. Hinter mir seht ihr den Dom. Ich bleibe noch mal kurz hier, ich gucke mich schon mal kurz um und dann geht es weiter Richtung Ludwigshafen.
Kanal am Rhein hier bei Speyer. Rein hier. Vorne kann man auch bei Speyer über den Rhein drüber fahren wieder. Und jetzt kommen wir aber gleich wieder weg vom Rhein. Noch mein letzter Blick. Speyer hat so einiges zu bieten mit dem Sea Life, dem Technikmuseum und dann eine schöne kleine Innenstadt. Ist ziemlich breit, hat man viel Platz, der Dom und alles, da kann man sich eine Weile aufhalten. Ich bin jetzt ungefähr noch so 26 Kilometer von Ludwigshafen weg und ja, der Wind hat ein bisschen zugenommen. Ich hoffe, es stört nicht so arg beim Reden. Und der Radweg, da geht jetzt hier ein bisschen wieder die Bundesstraße entlang, ist aber nicht so viel Verkehr. Vor uns liegt Odderstadt, sind jetzt noch 2 Kilometer, da bin ich gleich. Stadt. Ja, da drüben geht es jetzt Richtung Schifferstadt und da vorne, wo die Häuser sind, da fängt dann auch schon Waldsee an. Und hinten dran sehen wir den Pfälzerwald. Kurz vor Altrip bin ich jetzt eben wieder zwischen so zwei Altrheinarme in der Mitte genau durchgefahren. Vielleicht war das links auch ein See, ich weiß es nicht. Jetzt zu der Fähre nach Mannheim-Neckarau, da fahre ich mal kurz runter und guck mal auf der Rhein noch ein bisschen. Jetzt bin ich mal wieder runter an der Rhein gefahren, habe mal wieder eine Weile nicht gesehen und jetzt bin ich hier bei Altrip. Hier geht es zu der Autofähre. Ja, und nach Ludwigshafen sind es noch 14 Kilometer.
fahre ich hier noch mal ein Stückchen durch den Wald und dann geht es schnurstracks auf Ludwigshafen zu. Upsa! Ja, übrigens, wir haben Ende September, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Der 29. heute Samstag, der 29. September. Und ich werde vielleicht noch dann, ja, auf jeden Fall fahre ich noch den Oberrhein dieses Jahr fertig. Und den Rest werde ich dann wahrscheinlich nächstes Jahr dann erst weitermachen. Lassen wir erstmal dann den Winter kommen. So, ab hier die neue Route. Ich muss aber mal gucken, ich fahre vielleicht doch die alte weiter, mal sehen. Vielleicht, dann komme ich unten an die Rheinpromenade von Ludwigshafen. Ja, die Routenänderung, die habe ich auch schon auf der Karte gesehen. Ich habe aber trotzdem vor, durch die Stadt zu fahren, an der Rheinpromenade entlang. Die BASF herum ist vielleicht nicht ganz so schön, aber es dürfte ein bisschen kürzer sein. Das andere ist ein bisschen Umweg, dafür muss man nicht durch Ludwigshafen. Und hinter der BASF stoßen die zwei Routen wieder zusammen. Ludwigshafen-Mundenheim. Ludwigshafener Südweststadion. Und bin jetzt in Ludwigshafen unten am Rhein angekommen, genau da, wo ich hin wollte. So, auf der anderen Rheinseite seht ihr jetzt das Mannheimer Schloss und in Mannheim fließt auch der Neckar in den Rhein. Und übrigens, da habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal einen Film gemacht über den Neckar. Könnt ihr euch auch mal angucken bei Gelegenheit. So, jetzt bin ich unten am Rhein noch an der Rheingalerie vorbeigefahren. Jetzt muss ich gerade noch um die BASF rumfahren, wie ihr gerade seht. Und bei Oppau geht es dann aus Ludwigshafen komplett weg und es geht Richtung Worms zu. Radweg. Und Worms noch 15 Kilometer. Ja, da sind wir doch genau richtig, lauter Fahrräder. Ja, ja.
ich endlich langsam weg hier von der PASF. Da vorne bin ich jetzt gleich an der Unterführung von der A6. Da geht es bei der Autobahn unten durch. Und dann sind wir auch hier schon gleich ganz weg aus dem Gebiet. Aber ich glaube hier oder ein Stückchen weiter vorne, wo ich schon dran vorbei bin, stoßen dann die Rheinwege wieder zusammen. Ich habe gerade gesehen, da hinten läuft ein Pferd alleine rum. Nicht so gut, denke ich mal. Jetzt bin ich gerade bei Petersau am Reiterhof vorbei und jetzt nähert sich immer näher Worms. Da unten waren jetzt noch die Pferde am Rhein gewesen, habe ich gesehen. Eine ist allein rumgelaufen. Okay, ich denke jetzt aber Richtung Heimat, Richtung Stadt. Straßenseite. Die Sonne blendet jetzt ein bisschen. Da ist von Bobenheim-Roxheim der Silbersee. Wo ich eben war, auf der anderen Rheinseite liegt genau Lambertheim. Das heißt, die Heimat ist nicht mehr so arg weit weg. Worms rückt immer näher, sind noch so 6 Kilometer. Letztes Stück nach Worms habe ich mich jetzt entschieden, am Rhein hier direkt mal entlang zu fahren. Der Weg geht eigentlich, ist zwar nicht asphaltiert. Eben war noch ein Baum im Weg, da musste ich außen rum. Aber das war das einzige Problem bis jetzt. Und jetzt kurz vor Worms, bei Rheinkilometer 440. Da vorne ist die Wormser Rheinbrücke mit dem Brückenturm und da ist für mich heute Endstation. Brückenturm in Worms beende ich jetzt meine heutige Radtour vom Oberrhein. Heute war ich nicht so viel am Rhein entlang gefahren.
besser gesagt, bin ich nicht so viel am Rhein entlang gefahren. Dafür viel asphaltierte Wege. Das war gut. Wir haben jetzt ungefähr 110 Kilometer bis hierhin. Waren auch ein paar Umwege wegen der Lok dabei. Aber das hat sich, denke ich, mal gelohnt. Ja. Und ich mache mich jetzt über den Rhein nach Hessen nach Hause. Bis zum nächsten Teil von Worms nach Binnendamm. Und tschüss. We'll be right back.